Auch Annabelle geht es mittlerweile schon wieder besser. Vielleicht ein kleiner Applaus für Annabelle Knoll, die Siegerin. Ja, Sophia, deutsche Meisterin, herzlichen Glückwunsch zum Titel. Ich sagte es vorhin fast schon, du hast zwar nur gelacht, aber eigentlich muss man immer gratulieren. Wo du momentan antrittst, gehst du als Siegerin hervor. Was sagst du dazu? Ja, also heute, es ging erstmal ganz gut los. Ich habe mich beim Schwimmen viel, viel besser gefühlt als letzte Woche. War auch dann so sogar mitten im Führungspack. Bin außen in die Wechselzone rein, dachte mir erstmal, scheiße, Brille ist aus dem Helm fast rausgefallen. Also habe ich erstmal ein bisschen länger im Wechsel gebraucht, habe dann schon gesehen, dass das Gummiband am rechten Schuh abgegangen ist, also mein Schuh nur noch so hing. Bin dann aufs Rad gesprungen, hat dann doch irgendwie funktioniert. Versuche ich in den rechten Schuh reinzugehen, geht erstmal der Schuh raus, denke mir, Mist, geht ja schon super los. Und dann gleich am ersten Wendepunkt, ich war gerade vorne, Laura fährt links an mir vorbei und stürzt in der scharfen Kurve. Ich fahre halb über sie drüber, bin mit beiden Füßen aus den Pedalen raus und muss nochmal an das Park ran sprinten und denke mir so, super, wenn es so weitergeht, dann wird es heute nichts mehr. Aber ab dann ging eigentlich alles ganz reibungslos. Wie in Düsseldorf insgesamt bei der Bundesliga Zweite, du hast dein Idol quasi wieder vorgelassen oder wie kann man das so nennen? Ja, ist nicht vorgelassen, aber ich werde über den Winter das Sprint nehmen. Dir war aber relativ schnell klar, dass du den deutschen Titel zumindest gewinnen wirst, weil beim Laufen war es sehr klar. Ja, also bis zum ersten Wendepunkt war Rebecca noch bei uns dabei und dann kommen wir davon laufen. Mit Erlangen insgesamt Zweite diese Saison, auch ein super zufriedenstellendes Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben mit dem Podium gerechnet und wir wussten, dass wir den ersten Platz, dass es wahrscheinlich unmöglich ist. Aber mit dem zweiten Platz sind wir extrem, extrem happy. Vielen Dank. He's young. He's younger anyway. He's younger, yeah. A lot younger than me. Yeah, congrats Andrea, second start in Germany in the Bundesliga, second win. It's a format you like, obviously. Yeah, it's been fun this year racing in Germany. It's my first year in the Bundesliga and for Eva, for Buschitz. So I'm really excited that we won and that I've won two races this season. It must have been a kind of deja vu. Can you stand here? Yeah, of course. You might have to look. Yeah. Because you want me to look at it. Sorry. Okay. It must have been a kind of deja vu because after several meters in the running, you've been together with your old friend from Düsseldorf, Sophia Bala. Yeah, it was a rendezvous from Düsseldorf. The same scenario, we had a good group away out after the swim, and Sophia came so strong on the bike after a few K on the bike. So we worked together in the front group and we got a minute lead, and then it was all on for the run. But you've been quite sure to win the sprint as you did in this dog. I'm a bit tired, just she actually started the sprint this time. Last in Düsseldorf I started the sprint, so I had to come back on her, but yeah, I managed again, so you know that you're a kind of idol of her? Oh yeah, she's really young. Yeah, she's really young, so it's exciting to race the new generation of Germany. Laura was in the race too. Unfortunately, she had a crash the first U-turn, so yeah, but Germany has some strong young girls coming. So 1 year more for the older ones. Yeah, I've only got a few more years left. Thank you. Nochmal im Nachhinein zum Weltmeistertitel, den du letzte Woche errungen hast. Sicher eine ganz besondere Ehre. Ja, ist schon unglaublich. Meine ganze Saison war ganz schön krass. So EM, WM. Ja, diese Saison alles erreicht, was ging. Und, ja. Heute zweites Bundesliga-Rennen parallel mit deutscher Meisterschaft. Er lief sehr gut an. Du kamst als Erster aus dem Wasser. Dann ist das beim Radfahren nicht ganz so geglückt. Erzähl, was passiert? Ja, also aus dem Wasser kam ich noch richtig gut und bin dann aufs Rad, alles eigentlich viel gemacht. Und dann bin ich halt in der ersten Kurve gestürzt, weil ich halt zum ersten Mal mit Schlauchreifen im Regen gefahren bin und das ein bisschen zu viel Druck drauf war. Ja, ich war es halt nicht gewohnt und ja, nach
dem Sturz bin ich dann erstmal wieder losgefahren und dann musste ich mich in der zweiten Gruppe einreihen. Du hast hinterher aus der ersten Gruppe noch Minimum ein, wenn nicht zwei Leute aufgelaufen, hast dann Platz 3 in der U23-Wertung belegt. Ist das für dich dennoch ein persönlicher Abschluss an der ganzen Geschichte oder ist man eher ein bisschen traurig, weil wenn man in der ersten Gruppe war, vielleicht auch was möglich gewesen wäre? Naja, zum einen ist es schon das Bestmögliche gewesen, was ich noch erreichen konnte. Und zum anderen wäre ich halt mal gespannt gewesen, wie es gelaufen wäre, wenn ich halt da vorne mit abgestiegen wäre. Und ja, ist halt schade, aber nächstes Jahr ist halt. Sophia hat momentan ja auch in der Topform, die zu halten wäre vermutlich schwierig geworden. Ja, klar, das wäre natürlich wichtig. Wäre halt interessant gewesen. So haben die Älteren aber doch noch ein Jahr Zeit und im nächsten Jahr hörst du dann, wie du gerade gesagt hast. Ja.